Jetzt ist hell. Uhr. Ich habe einen Tag gewartet. Okay. 20 Uhr ist anscheinend nicht Abend. Wie geht es dir? Ziemlich mies. Sieht man mir wahrscheinlich auch an. Ein bisschen. Nette Karre. Nette Karre? Neu? Nein. Nicht in Smalltalk-Laune, was? Nicht so richtig. Sorry. Na gut, worum geht's? Also, was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an. Kein Chip in den Kopf stecken oder so? Achso. Ja, Nachrichten. Ich bin Arif Iqbal und dies sind die WNS News. Mehr tote Politiker? Sieh es dir an. NCPD auf die Spur eines gefährlichen Entführers und Mörders gestoßen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung 7. und 15. Avenue. Die folgenden Aufnahmen stammen direkt vom Tatort. 1038, ich wiederhole 1038. Kennzeichen 2AA6244. Wir verlassen das Fahrzeug. Verstanden. Raus aus dem Wagen, Hände hoch. Ganz ruhig, Officer. Okay. Ganz ruhig. Halt dein Maul. Oh, Scheiße. Ach, jetzt hast du die Police Department. 53 und 54, Achtung, 10, 53 und 54. In the event okay. Bei dem Jungen handelt es sich um Levar Martinez, 17 Jahre alt. Er wurde vor über einem Monat von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Das ist jetzt zumindest spannend. Möglicherweise verstarb Levar an Ort und Stelle. Der Grund war ein septischer Schock mit akutem Organversagen. Autopsieberichten zufolge wurden dem Teenager gefährlich hohe Dosen von Hormonen, Anabolika und Stimulantien verabreicht. Die Polizei fand ebenso Spuren und Biomaterial von 7 weiteren vermissten Teenagern in dem Wagen. Der Halter ist ein gewisser Anthony Harris. Leider ist über ihr Schicksal noch nichts weiter bekannt. Obwohl der Verbrecher, der unter dem Namen Peter Pan bekannt ist, den Schuss überlebte, hat er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt. War Peter Pan einer deiner Fälle? Dieser Peter Pan, ein alter Fall von dir? Hast du ihn gesucht? Nie von gehört. Ist nicht bei mir gelandet. Okay. Und haben ihn wohl geschnappt. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Ja, Kratz. Erzähl mir mehr über sein Verschwinden. Randys Verschwinden. Weißt du darüber noch mehr? Meine Schwester und ich verstehen uns nicht gut. Ich weiß nicht viel. Ich wünschte nur, ich wäre in der schlimmsten Zeit für sie da gewesen. Ja, kann ich verstehen, ja. Wurdest du nicht zur Suche gerufen? Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Das wäre der Grund, ja. Halte mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Ein fauler Sack. Hat bisher einen Scheiß aufgedeckt. An deiner Stelle würde ich dranbleiben. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Du möchtest, dass ich einsteige, fährst mich nirgends hin und ich muss einfach nur wieder aussteigen. Okay. Es ist noch in der Testphase, hat aber schon erste Ergebnisse geliefert. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Hast du Zugriff auf diese Träume? Noch nicht. Aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Du gehst bei Rot gerade rüber. Ist dir egal, okay. Du wartest wenigstens. Nicht so wie der Kopf hier. Ich will auch solche Zebrastreifen. Okay, haben wir einen Termin? Nicht ganz. Wir gehen zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Kein Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Echt jetzt, wir brechen in ein Polizeirevier ein. Und du als Polizist darfst nicht rein. Egal.
Was haben wir denn? Mein Scanner sagt hier nichts. Oh, mein Scanner sagt geil. Ist das eine Wohnanlage oder ist das ein... Was? Wer haut mich? Achso, ein Stacheldraht. Wie geil wäre die Wohnanlage denn? Okay, Passion Christi spielen wir auch. Ne, Passion. Mix it up. Warte, die Tür kann ich nicht öffnen, oder? Naja. Hier werden wir von dem. Hi. Caliente. Ja. Irgendwie, verschwinden Menschen. Mysteriös. Ah, und hier ist ein Club. Egal. Ja, hey, tut mir leid, ich war abgelenkt. Ich wollte mir angucken, was die Leute hier machen, die hier Essen liegen lassen und hier wohnen. Maids of Satan. Ja. Machen Sie einen lokalen irgendwas für den. Die technischen Fähigkeiten. Charakter kann ich auch gerade nichts aufpumpen. Nein. Ich komme da nicht rein. Ist dir anscheinend auch egal. Gut. Schauen wir mal, was hier in die Ecke ist. Ach, da stehst du auch drauf, oder was? Super. Was jetzt? Jetzt finden wir unseren Eingang. Ich glaube sogar richtig. Sollte verlassen sein. Können ruhig Lärm machen. Woher weißt du von der Inspektion? Hab ich vorher schon gemacht. Das ist gut. Hier gibt's was zu kaufen. Das Tor kriege ich nicht auf, deswegen gibt's vielleicht. Wer bricht hier eigentlich, oder du? Heutzutage ist jeder Zauberer, ja? 90 Dollar für eine Pistole. Da fällt mir gerade was ein. Habe ich die Pistole schon gewechselt? Nein! Ich habe ja gesehen, dass die hier... Was ist die? Nee. Okay. Die macht mehr Brand. Deswegen wollte ich die doch mal testen. Ich stehe wohl wieder ein. 90% aus Plastik. Ach, kauf ihn. Weißt du, wo sie die BDs aufbewahren? Sicher da, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Sollte Anthony Harris draufstehen. Okay. Warum machen die das? Ein paar der Räume können wir uns wahrscheinlich sparen. Finde mit Hilfe des Kiroshi den Schrank. Was? Okay. Scannst du den auch? Tja. Abgeschlossen. Geht nicht auf. Hier kann ich eine Pistole klauen. Overture. Die er auf jeden Fall schon mal vorläuft, ey. Hier ist nichts. Kein
Eine Spur von BDs. Neue Phobie. In den letzten Jahren wurde die Zahl 91 offiziell von der Liste von Zahlen, hinzugefügt, von denen über durchschnittlich viele Menschen Angst haben. Bin ich 4, 13 oder 66? Ich habe definitiv keine BDs aufbewahrt. Egal. Wer mir hier die Arbeit abnimmt. Ich soll die finden. Nicht in den Spiegel schauen. Weiß auch, wie ich aussehe. Noch mal was zum Waschen. Ja, aber leer. Such weiter. Der Weltraum, mein Leben im Orbit. Gut, ich nehme den nächsten Eingang. Rezepte und Rechnung. Überstunden freiwillig versus vorgeschrieben. Ideal. Letzte Suche. Wie vorbereiten für Inspektion? Okay. Ablenkungsmanöver machen und da kann ich nicht raus. Hier gibt's was zu kurven. Und hier wird es jetzt interessanter, weil mehr Räume. Studien, welche die bildgebenden Verfahren des Gehirns bedienen, zeigen bei Patienten, die unter Cyberpsychose leiden, ein fortschreitendes Verkleinerung des Hirnmasse bei gleichzeitiger Ausdehnung des Vertikalventrikelsystems und der produzierten Hirnflüssigkeit. Weitere Studien zeigen Unterschiede und bla 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 bla. Wenn ich was Wichtiges anklicke, wird er mir Bescheid sagen, hoffe ich. So, muss ich jetzt einen geheimen Knotenpunkt finden, oder? Nein. Einfach nein. Egal. Die Stuhl. Hey, River! Ich hab hier was! Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Mussten wir hier wirklich einen? Sag mal, warum hast du nicht einfach einen Hausmeister bestochen? Darf nicht riskieren, einen fremden Fall erwischt zu werden. Ja, wenn. Hey! Was machst du hier? Du wurdest doch entlassen! Nein, nur suspendiert. Wurdest entlassen? Was meinte sie damit? Wusstest du es nicht? Yavin, bitte hör mir zu. Hast du nicht schon genug Ärger? Harris hat meinen Neffen entführt. Das tut mir leid, wirklich. Aber wir lagern hier Beweise und befolgen Protokolle. Es geht um das Leben meines Kindes. Protokolle. Hier geht's um das Leben seines Neffen. Um das Leben eines Kindes. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Geh, bitte. Nicht ohne Peter Pans Aufnahmen. Raus, sofort. Nicht ohne Peter Pans Träume.
sag es zum letzten Mal. Raus! Verdammt, Yavin! Für wen zum Teufel hältst du dich? Weißt du noch, dein erstes Medizinexamen? Schwer zu vergessen. Hast mit Bravour bestanden. Urplötzlich ging die Frauentoilette in Flammen auf. Das Gebäude musste 2 Stunden evakuiert werden. Ich fass es nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Vor allem dich nicht. Du machst dir ja gerade Freunde, glaube ich, oder? Du kennst Reaver kaum, oder? Er ist ein dreckiger Bastard. Wir kennen uns flüchtig. Wir kennen uns nur flüchtig. Arbeiten nur zusammen. Glaub ihm kein einziges Versprechen. Danke für den Tipp. Aber wir haben es eilig. Harris Traumbidi, wo ist er? Er träumt nicht. Wieso das denn? Ach, so geht die Tür also. Der hat sein Gehirn verletzt. Wir empfangen nur vereinzelte Impulse, Bruchstücke. Eine Sackgasse, River. Eine Sackgasse, River. Tut mir echt leid. Dann versuchen wir es mit audiovisueller Stimulation. Aber er ist kein Autist. Mit vertrauten Klängen und Bildern erreicht man doch die Kinder. Ist ein Versuch wert. Ich bin mir der Parallelen von Hypothalamus-Stimulation und Hormonproduktion bewusst. Aber Harris ist kein Kind. Ich habe das Verfahren nie an einem Erwachsenen getestet. Gibt es dafür einen Grund? Und warum nicht? Weil ich, im Gegensatz zu River, Neurowissenschaft studiert habe. Und nicht nur bei meinem Sitznachbarn in der Metro etwas mitgelesen habe. Teste es doch jetzt. Versuchen wir es. Wir wissen gar nicht, was er bevorzugt. Ich finde schon was. Als dass du willigst ein? Geht einfach. Ich mache euch die Vordertür auf. Legen wir los, wie? Ich weiß, wo wir anfangen müssen. Danke. Ganz nebenbei, was weißt du über Biochips? Vor allem über Arasakas Relic? Nun ja, ein Relic speichert das neurale Engramm eines Menschen. Man kopierte seine Erinnerungen und Persönlichkeit. Ja, das verstehe ich. Aber was passiert, wenn das gespeicherte Engramm das Engramm des Chipträgers überschreibt? Überschreibt? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum fragst du? Ach, nur so. Ist nicht weiter wichtig. Danke. Ich hab da noch so einen Typ im Kopf, der die ganze Zeit versucht, das zu übernehmen, aber das musst du ja nicht wissen. Okay, vor der Tür. Muss ich einmal rumlaufen. Naja. Und Kartoffelbrei ist schon durch, oder? Warum leuchtet er das gerade so komisch? Scheinst beliebt bei Cops. Vielleicht will er dich zu seinem Donut-Lieferanten machen. River ist in Ordnung. Was? Nein, River ist in Ordnung. Du meinst für einen Bullen? Ja. Nicht jeder Cop ist ein Arsch. Genau wie nicht jeder Rocker ein selbstverliebtes Sackgesicht ist. Weiß nicht wie. Schon mal einen Rocker getroffen, auf den die Beschreibung nicht passt? Nein, ich habe noch gar keinen getroffen. Noch nie. Hi, Schwester. Gut, dann bin ich jetzt hier und steige ins Auto. Lässt du mich jetzt irgendwo hin? Ja. Fährst du lieber einen Haufen? Okay, schieß los. Du hast mir gar nicht gesagt, dass du entlassen wurdest. Du hast deine Marke verloren. Du hast mir nichts davon erzählt. Warum? Weiß nicht. Mach dich irgendwie zu einer Bleibirne, oder? Sieht wohl so aus. Ja. Ich red einfach ungern über Sachen, die mir zu schaffen machen. Glaube ich. Von mir aus? Sag mir aber wenigstens, wohin wir unterwegs sind. Das wäre eine Idee. Joss. Randys Mutter. Sie denkt, er ist nur weggelaufen. Behalten wir die Entführung erstmal für uns. Okay, ja. Sollten wir nicht besser Harris Wohnung suchen?
Ist er mit Rennys Vater? Erzähl mir mehr über Randy. Erzähl mir von Randy. Wie ist er denn so? Geklaut, nimmt Drogen und haut von zu Hause ab. So ist er. Ja. Da spricht der stolze Cop-Onkel. Manche Leute reiten sich ständig in die Scheiße. Randy ist so einer. Okay. Dann nicht besser, wer Harrys Wohnung sind. Sollten wir nicht lieber versuchen, Harrys Wohnung zu finden? Ein Haus. Und ich glaube kaum, dass er seine Opfer im Keller festhält. Wir versuchen es natürlich. Vielleicht finden wir bei Randy irgendeine Spur zu Harris. Dürftige Spur. Es wird wieder hell. Hoffnung stirbt zuletzt. Obwohl es 2030 ist. Wird Jarwin sich nicht melden? Hast du keine Angst, dass Jarwin dich bei deinen Vorgesetzten anschwärzt? Wir waren mal Freunde. Das würde sie nicht tun. Okay. Und ich weiß auch was über sie, was sie lieber geheim halten würde. Aber ich werde es natürlich nie verraten. Hallo, ja. Meinst du, Jarwin hilft? Meinst du, Jarwin hilft uns? In Anbetracht der Lage? Ja. Unsere Reibereien enden immer auf die gleiche Art. Ich erzähl's dir mal bei einem Bier. Was ist Fremde aus der Suche nach Randy? Konzentrieren wir uns darauf, Randy zu finden. Klar. Mission aktualisiert, ich kann die Reise überspringen, aber ich habe irgendwie Spaß dran. Ja. Ich habe jetzt 5 Tage nicht gespielt und jetzt bin ich wieder in Night City. Und bin gespannt, wie lang die Reise noch wird, die mich an das Ende des Spiels bringt. Es ist 20.30 Uhr auf diesem Display hier unter mir in Spielzeit. Und ich drücke jetzt doch F. Oh, okay. Wir sind ja jetzt sind irgendwo. So lange nicht hier. Ich kam mal jedes Wochenende her. Bei etlichen Jahren. Und? Hat sich was verändert? Solche Orte verändern sich nie. Warte mal kurz. Wo auf der Karte sind wir jetzt? Da sind wir. Geil. Jetzt sollte ich mal darüber. Fahrzeug kaufen. Ich habe 29.000, das ist zu viel. Aber ich kann hier Kleidung kaufen. Was zu essen. Naja. Wir gehen jetzt zu deiner, was? Großmutter? Nein. Schwester? Cousine? Tante? Zu der Mutter von Randy? Ja, ich bin da. Ich wollte nur gucken, ob ich den Basketball werfen kann. Oh, ein Johnny. Reizende Nachbarschaft. Mua. Da kann man sich glatt dran gewöhnen, ne? Was? Ich hab hier geklaut. Klau doch nicht irgendwie fremde solche Sachen. Arium. Imitiert das Frischwasser aus dem Amazonasbecken. Sei mir das so anzusehen. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Deine Stimme, hi. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Joss, das ist weh. Hey, Joss. Also, wie? Geht es um meinen Jungen? Randy wurde entführt. Und du wusstest das? Joss, ich... Hast die Wahrheit wieder verheimlicht. Wie immer. Wir haben den Täter gefasst. Die Polizei hat den Täter geschnappt, aber... Er wurde angeschossen und liegt im Koma. Und wo ist Randy? Wir suchen ihn, Joss. Hier. Hör mal, wir müssen Randys Sachen durchsuchen. Warum? Um eine Spur zu finden. Vertrau mir, Joss. Macht nur nichts kaputt. Randy kann's nicht leiden, wenn jemand sein Zeug anfasst. Geh, Mary. Ja, Joss. Die Kinder spielen draußen. Hol sie rein, es gibt Essen. Nicht, du kannst hier essen. Muss schwer für dich sein alleine. Ja, nicht leicht alleine mit 3 Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Das ist schade. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde.
War er so schlimm? So schlimm, ja. Sein Bike und der Highway waren seine Welt. Aber zu Hause ist mal Folgendes passiert. Da hat er Dorian auf einen Vater-Sohn-Trip in die Stadt mitgenommen. Hatte was zu erledigen. Nachts kam er dann stockbesoffen zurück und ist ausgerastet, weil ich die Cops gerufen hatte. Und? River hat ihn in einer dreckigen Bar aufgegabelt und Dorian heimgebracht. Also bist du jetzt erleichtert? Musste erleichtert gewesen sein, als er weg war. Wochenlang habe ich jede Nacht geheult. Mein Mann wurde ermordet. Der Vater meiner Kinder. Das tut mir leid. Ja. Andy hat sich verändert, zog sich immer mehr zurück. Und ich hatte schließlich noch zwei weitere Kinder. Das Leben war mit und ohne ihn schwer. Manchmal gibt es keine Lösung. Ja. Wechseln wir das Thema. So wie du mich anguckst. Lass ihn nicht unterkriegen. Bleib stark, Joss. Ich klaue dich noch weiter. Warum steht hier eine Matratze? Woran denkst du? An Matratzen. Dass alle Frauen in deinem Leben Charakter haben. Das ist der Wohnwagen. Achte auf jedes Detail, okay? Uncle River! Hey! Monique, Dorian. Na ihr? Ist das dein Partner? Ein Freund. Schläfst du hier? Mal sehen. Eure Mutter wartet mit dem Essen auf euch. Hopp, hopp, Hunger. Hey, du bist gewachsen. Du nicht. Und der da wächst dauernd, wird der kleiner. Jetzt du auch, okay. River. In den Wohnwagen ist Randy eingezogen, nachdem ich einen neuen gekauft habe. Drecksloch. Erinnert mich an meine erste Bude. Seh dich um, ich durchsuch den Müll. Ja, ich seh mich um, ich bin doch hartlos. Lass mich raten, das ist so eine Station, wo Johnny mich die ganze Zeit... Du durchsuchst den Müll? Nervt. Ei zu Hause. Ja, Haben wir einen Kühlschrank? Nix. Tainted Overlord. Schön, dass es in diesem Zeitalter noch Schallplatten gibt und Gitarren. Eine Tür und noch eine Tür. Unglaublich. Was für eine Medikamente hat er denn genommen? Gar keine. Drogen? Fang gar nicht erst an. Sicher der Leistungsdruck. Ja, bestimmt. Ich gucke jetzt doch nochmal in den Spiegel. Wieso sehe ich Johnny jetzt im Spiegel? Wo wir markiert haben, wie groß die Kinder waren. Habst du als Fan von Tainted Overlord? Okay, was haben wir hier? Noch ein Buch. Hat seinen Lieblingsschloss in den Schrank gelassen. Eine Ahnung, wo der Schlüssel ist? Nein. Tech ist teuer.
Konnte Randy sich das leisten? Hast du Witze? Solche Hardware hätte Randy sich nie leisten können. Viel zu teuer. Wir müssen da rein. Aber wir brauchen das Passwort. Kannst du es knacken? Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, River. Shit. Da müssen wir wohl raten. Was könnte er wohl... Tainted Overlord? Wer ist das Mädchen? Seine Ex, Natalie. Komm, wie? Seine Ex auf dem Foto, wie hieß die? Natalie? Wir müssen was anderes versuchen. Vor allem muss ich den Schlüssel suchen. Tainted Overlord. Seine Lieblingsband. Hallo, kennst ihn wir. Gut. Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Du meinst also, dass er nicht clever genug ist, irgendeinen Passwortmanager zu nutzen, oder was? Oh, Liberum Arbitrium. Düsteres Zeug. Musikalisch nicht ausgereift, aber man hört, dass sie mit Leib und Seele dabei sind. Wie Randy scheint sein Tag zu sein. Gib mal diesen Songtitel ein. Gib mal diesen Songtitel ein. Liberum Arbitrum. Das war's. Ja, ja, ja. Wir wollen suchen.